Fußballstar verdiente 1 Million pro Monat. Jetzt soll er nur noch 660 Euro haben. Der ehemalige Sunderland-Stürmer Asamoah Gyan soll pleite ein. Einst verdiente er Millionen, nun soll er gerade einmal 660 Euro besitzen. Wie konnte es so weit kommen? Wie die Sun berichtet, gibt der Stürmer an, von seinem aktuellen türkischen Club Kayserispor, bei dem er seit 2017 unter Vertrag steht, kein Gehalt zu bekommen. Zudem befinde er sich in einem teuren Scheidungskrieg mit seiner Frau. Laut Angaben der Familienangehörigen habe er seit August weder mit seiner Frau noch mit seinen 3 Kindern gesprochen. Wie die Website Ghana Web berichtet, soll der 33-Jährige bereits einen Beweis darüber erbracht haben, dass er tatsächlich nur noch über 660 Euro verfügt. So schlecht soll es nicht immer ihm gestanden haben. Shanghai SiP soll ihm von 2016 bis 2017 pro Monat jeweils 1 Million überwiesen haben. Gyan erzielte in 105 Länderspielen für Ghana 51 Tore.